Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Na Sowas Extra. Wir melden uns heute aus einer ganz speziellen Position. Wir sind 4000 Meter über Bremerhaven und wir wollen den großen Fall riskieren. Den Rückfall in die 60er Jahre. Alles, was wir heute treiben, das sind Dinge der Vergangenheit. Was wir jetzt machen, das ist ganz aktuell. Wir wollen in einem sogenannten Känguru-Sprung, das heißt, ich hänge als Passagier an meinem Freund Hans. Hans Ostermünchner, im Moment mein allerbester Freund. Er wird die Leine ziehen und er wird mich hoffentlich sicher zur Erde bringen, hinunter nach Bremerhaven und hinunter zu Ihnen. Wir freuen uns auf Na Sowas Extra. Ich komme. An der Nordseeküste. Ich sehe einige Segelboote. So. Ja, Hans? Okay, jetzt mache ich die seitlichen Befestigungen auf. Na, lass es bitte nicht. Wir bleiben dran. Das wäre nett, ja. Oh, und unter mir sehe ich jetzt auch die Stadthalle Bremerhaven. So, jetzt steuern wir zum Thomas Rotte. Zieh mal links an. Ja, wo ist mein Kameramann? Ich glaube, du siehst den gleich unter mir. Ja, oh, da ist er. Okay. Aha, hey. Was ist los? Ich sollte mit dem Thomas wohin fliegen soll, dass er die besten Aufnahmen machen kann. Ja. So. Schauen wir nach links hoch. Wir haben natürlich riesen Glück mit dem Wetter. Und ich würde sagen, wenn ich ihn nicht spiele, also wie gesagt,
Ich sage Ihnen unsere erste Supergruppe an. Wir haben sie extra für Sie wieder zusammengestellt aus der Vergangenheit. Erinnern Sie sich noch an Brian Auger, Brian Auger und Trinity mit Julie Driscoll? Erinnern Sie sich an Colin Hutchinson, der hat bei den Stones mitgespielt. Ich kann von selber, meine Beine sind noch dran. Colin Hutchinson hat bei den Stones mitgespielt und bei Alexis Corner, Pete York, Harden & York, Supergruppe. Und natürlich Chris Farlow. Hier sind Chris Farlow and Friends and you are my best friend. Out of time. Still mad. You're out of touch, my baby, my poor fashion baby. I said, baby, 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 you're out of time. Well, baby, 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 you're out of time. I said, giving up your social world. You can't come back, be the first in line. Oh yeah. You're obsolete, my baby, my former favorite baby. I said, baby, 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 you're outside. Well, baby, 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 guten Abend, herzlich willkommen, das Publikum in Bremerhaven. Ich kann das jetzt schon Tag sagen. Toll, dass ihr da seid. In dem Fall freue ich mich auch, dass ich da bin. Und das sind meine Kollegen aus den Lüften. Herzlich willkommen, es war toll mit euch. Das ist der Hans Münchnermeier, der mit mir mitgeflogen ist. Das heißt, ich war also wirklich bei ihm vorne dran, wie das Känguru-Baby. Ist mir auch fast zu schlecht geworden, nee, aber es ist wirklich toll. Hast du es öfter schon gemacht? Ich meine, ein bisschen was muss man schon mitbringen, oder? Also Sportsgeist zumindest, oder kann es wirklich jeder? Mitfliegen kann fast jeder, aber ich habe es ungefähr 1500 Mal gemacht bis jetzt. Man fühlt sich auch wirklich wohl an deinem Bauch und es ist toll. Er hat das Ganze im Bild festgehalten, unser Thomas Rogge, mit der Kamera hier drin. Das funktioniert also tatsächlich.
Da ist die Kamera drin. Und du hast das auch schon öfter gemacht. Er ist auch fast ein Profi. Ja, ein paar Mal habe ich schon gemacht, ja. Dankeschön, dass du es heute gemacht hast. Das hebe ich mir auf. Das glaubt mir sonst sowieso keiner. Und wenn man im Urlaub sowas machen will, kann man das auch bei dir? Das kann man bei mir machen oder Skydive Känguru in München, wo ich angehöre. Wir machen das eigentlich jede Woche nach Vereinbarung. Und gibt es viele, die das machen oder haben auch schon welche umgedreht da oben? Ich meine, ich hätte umgedreht, wenn ihr nicht zugeschaut hättet. Also bei mir noch keiner und es ist auch bei unserem Team noch keiner bekannt, der Gut. sich anders überlegt hätte. Bei euch gibt es das sowieso nicht, denn wenn es heißt, alle Jungs raus, dann springt ihr auch. Es wäre gar nicht möglich gewesen ohne die Hilfe der Bundeswehr, diese Geschichte, denn die haben uns da hochgebracht mit dem Hubschrauber. Sag mal, was andere freizeitmäßig machen, das macht ihr beruflich. Ich kann mir vorstellen, dass also Fallschirmjäger sehr begehrt ist, dieser Job bei der Bundeswehr, weil ihr ja tatsächlich, ich meine, so Freizeitvergnügen jeden Tag haben könnt. Fallschirmjäger sind sicherlich sehr begehrt in der Bundeswehr, aber die Bundeswehr braucht nicht nur Fallschirmjäger, sie braucht viele junge Männer aus vielen Berufssparten. Und die Tänzer zum Beispiel und Friseure. Ja, die können auch tanzen dann irgendwann in ihrer Freizeit, sicher, kein Problem. Aber wir haben eine andere Sache für dich. Du hast dich heute so bärenstark in der Maschine geschlagen, dass wir uns gedacht haben, da sollst du ein Erinnerungsstück haben. Oh! Wir dachten eigentlich an so ein kleines Barett, auf so einen Wuschelkopf passt das vielleicht gerade noch. Okay, oh, haut doch drauf. Und weiter Glück ab, ne? Alles klar. Thomas, und ich möchte auch nicht abseits stehen. Für eine Urkunde, wie sie jeder Passagier bei uns bekommt. Also, Skydive Känguru, Urkunde für den Passagier. Herzlichen Dank, reich beschenkt. Meine Herren, abtreten! Servus, danke. So, und jetzt geht's tief zurück in die 60er. Es wird natürlich heute viel um Musik gehen. Und die 60er, das war genau die Zeit, wo verschiedene Sachen passiert sind. Bill Haley und Elvis haben sich verabschiedet. Und es fing etwas an, was manche immer noch nicht verstehen können, meine Mutter heute noch nicht. Plötzlich war es gar nicht mehr wichtig, in welcher Sprache gesungen wurde. Die Fans von Bully Bulan haben das nie begriffen, dass einfach ein Lied wie Yesterday für uns ein deutsches Lied ist. Und Let's Spend the Night Together haben wir alle verstanden. Also, internationale Musik heute aus den 60ern. Hier ein kleiner Überblick. So geht's los. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad flags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Pop music is the classical music of now. I can't get no. I can't get no satisfaction. I've tried. Und so sieht er aus, der Veitstanz des 20. Jahrhunderts, für den es keine Medizin gibt, sondern nur noch den einen Wunsch auf baldige Genesung. Walking down the street singing. Generation weiter und der Rock'n'Roll ist vergessen. Aber dann wird der Walzer nach wie vor König im Ballsaal sein.
So. Guten Abend. Ja, hä? The Golden 60s. Und sie haben sich natürlich getäuscht. Der Rock'n'Roll ist nicht vergessen. Es wird ihn immer geben. Ja, meint ihr mich oder meint ihr einen Anzug? Danke, danke. Ja, Freunde. Ich muss ehrlich sagen, wenn es um die 60er geht, da lacht mir das Herz bei jeder Musik, die ich höre. Man fragt sich aber natürlich, Mensch, was ist aus denen geworden? Was treiben die heute? Und es ist gar nicht so einfach, manche von denen wiederzufinden. Manche natürlich sind nach wie vor im Geschäft. Alle haben sie nach wie vor mit Musik zu tun. Ein paar haben wir eingeladen. Und hier ist ihre Musik. Los geht's mit den Animals. The Animals, hier ist Eric Burdon. Hello and good evening. The Spencer Davis Group. Good evening. Und einen langen, schwierigen Namen haben wir alle gelernt. Dave, Dee, Dozzy, Beaky, Mick and Titch. Hello, good evening. Und unsere Antwort auf die englischen Künstler hieß The Rattles. Come on and sing. Achim Reichel. Achim, guten Abend. Ja, so eine Runde hat es schon lange nicht mehr gegeben. Wir wollen natürlich nicht nur in Nostalgie erschauern und erstarren, denn ich glaube, Musik lässt einen ja nie los. Wenn man mal Musik gemacht hat, macht man immer Musik. Sind eigentlich alle von euch heute noch mit Musik beschäftigt, Spencer? Ja, ich habe eine Tournee im Herbst hier in Deutschland gemacht. Und das war im Oktober, November. Und ich, wenn ich wieder nach Amerika fahre, muss ich in San Diego und dann in Kanada spielen. Übrigens mit Peter Noon von Herman's Hermits. Peter Noon, Sunshine Girl. Warum sprichst du so gut Deutsch? Weil ich Student auf der Universität in Berlin war, 62. Ich war in Berlin zur gleichen Zeit, als die Beatles in Hamburg waren. Ne? Aha, also studierte Rockmusiker gibt es auch. Dave D., was machst du? What am I making now? Yeah. Du meinst, was ich jetzt mache? Still making music. Immer noch Musik. I manage two new rock'n'roll ich manage bands. Zwei neue Rock'n'Roll Bands. I've just been on tour in und ich habe gerade auch eine Tournee in den USA gemacht mit einem von diesen beiden. Eric, still in music? Ja. Yeah. Er macht immer noch Musik. Yes. Ja. Better than working for a living. Aha. Ist besser als zu arbeiten. Achim, von dir wissen wir es. Du bist ein bisschen untergetaucht, aber nur kurze Zeit nach den Rattles-Erfolgen und machst jetzt Solo-Sachen und machst sehr erfolgreiche Solo-Sachen und machst vor allen Dingen jetzt Musik in Deutsch. Viele sagen, endlich ist er jetzt klug geworden. Als Jungs haben sie Englisch gesungen, jetzt singt er Deutsch. Trotzdem kann man ja sagen, dass die Sprache der Popmusik eigentlich international in Englisch ist. Naja, aber irgendwie kann man ja nur nicht leugnen, wo man herkommt. Ja? Und ich finde, es lohnt sich schon daran zu arbeiten. Es macht auch Spaß. Ich glaube, dass jetzt so die deutsche Welle richtig... Gerade jetzt gibt es ja viele Künstler, die sich etabliert haben.
und die auch im internationalen Ausland deutsche Musik verkaufen. Gibt es, früher gab es ja für euch keine deutsche Konkurrenz, da wart ihr die Größten. Merkt man jetzt im Musikgeschäft, dass die Deutschen kommen? Zum Beispiel Falco ist sehr, sehr, er war Nummer 1 in den Staaten, ja. vor 6 Wochen, glaube ich. Ja. Und ja, jetzt die Musik ist international geworden. Ja. Eric, ihr habt ja damals gerade mit den Animals so die ganze Richtung mitgemacht und Gruppen wie die Animals, die ja immer sehr heavy Musik gemacht haben, haben dann plötzlich auch solche Richtungen mitgemacht, wie die Flower Power Szene beispielsweise. Also ein wunderschönes Lied, Let's Go to San Francisco, war von dir. War die Zeit damals wirklich so schön oder wird sie einfach für uns jetzt in der Vergangenheit schöner, als sie wirklich war? No, it was a Nein, es war eine wundervolle Zeit. Eine ganz tolle Periode in der Rockmusik. Und dann gab es auch die Richtung gegen den Krieg in Vietnam. Doch, das war schon eine sehr schöne Zeit. Das ist auf jeden Fall anders, als es heute ist. Dave, ihr wart ja immer eine ungeheuer bunte Gruppe. Ihr habt also die verrücktesten Klamotten gehabt und Rüschenärmel und bunte Hosen. Im Gegensatz dazu ist ja heute die Szene ein bisschen grau. Warum eigentlich? Well, I mean, I'm wearing black today. Tja, heute kommt in schwarz, nicht in grau. Also, ich glaube, das ist überhaupt nicht grau heute. Es gibt viele neue Bands. Und wenn man sich die Kleidung anschaut, die sie tragen, dann ist das auch schon ganz nett verrückt. Ganz verrückt, doch. Also glaubst du nicht und glaubt ihr nicht, dass die Musikszene sich wesentlich geändert hat? Wird Musikszene immer was Ausgeflipptes sein, immer was Verrücktes? Muss man, um Musik zu machen, ein bisschen anders sein als so die grauen Mäuse, die müssen ja leider jeden Morgen irgendwo in die Bank marschieren und können nicht so rumlaufen. Ist Musik ein bisschen so der Job der Flippies? Der Flippies? Also die Könner sind ja diejenigen, die also den grauen Mäusen das Flippige vermitteln. Insofern, wenn man keinen Zugang hat und nicht selber was hat von den grauen Mäusen, dann kommt man da auch nicht rüber möglicherweise. Also Flippies allein bringt's nicht, glaube ich. Also man muss auch wissen, was die Leute mögen, was ihnen gefällt. Wenn ihr jetzt heute Musik macht, das ist alles ganz anders geworden. Ungeheure Technik. Wenn ich so alte Filme von den Beatles sehe, da stehen so kleine Verstärkerchen da. Hat die Technik der Musik mehr Vorteile gebracht? Also dieses nächtelange Stehen in Studios, dieses Abmischen, die ungeheuren Möglichkeiten mit technischem Gerät. Ist die Musik dadurch besser geworden? Die Musik ist Techniker geworden, aber immerhin, man muss immer daran denken, es sind Menschen, die die Musik machen, und solange die Musiker gut sind, es gibt die Möglichkeit, dass Musiker nicht so gut sind und sie können die Technik gebrauchen, und das, ich habe ein bisschen Angst davor. Ein bisschen schwindeln damit. It's got a lot louder. Viel, viel lauter. Es ist lauter geworden, auf jeden Fall lauter geworden. You were louder? Yeah. No, that we used the PA system at the Cow Palace in 1960. Nein, das Lautsprechersystem im Cow Palace haben wir verwendet. Und dasselbe, das wir damals verwendet haben, das verwende ich heute auf der Bühne. Also es geht offensichtlich. Ja, ich könnte natürlich sofort anfangen, wieder hier von eurer Musik zu schwärmen und mit euch Musik zu machen. Dankeschön, dass ihr da wart. Das war unser Dank an die Jungs von gestern, deren Musik wir heute noch lieben. Aha, die neue Spencer Davis. Dankeschön. Aber natürlich waren wir nicht nur aufs Ausland angewiesen. Wir hatten unsere Rattles, wir hatten die Lords und wir hatten ihn. Dong, 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 dong. Weine nicht, wenn der Regen fällt, dann, dann. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, 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 dam. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. We'll be right back.
schon versprach ich dir, ich ändere mich, hab nur Geduld mit mir. Doch das ist nicht so leicht für mich, das weißt du doch, darum bitt ich dich. Nimm mich so, wie ich bin, einfach so, wie ich bin. Ich seh all meine Fehler ein, doch anders kann ich nicht sein. Yes. Trafi Deutscher! Hallo! Trafi! Du siehst, die wollen mehr haben wahrscheinlich. Also ich war ja ein Riesenfan von dir, das weißt du, im Grunde war jeder ein Fan von dir. Wir konnten alle deine Texte, auch so die unbekannteren Sachen, also Waterloo zum Beispiel, ja, 1000 Menschen so jung welche wie du. War die Welt auch, als ich klein war, ging ich zum Vater mit dem Malbuch in der Hand und natürlich dann Shake Hands. Einmal mit Trafi Shake einmal Hands singen. Ja. Alle mit. Okay. Yeah, alle. Shake Hands, Shake Hands. Dein Herz liebt einen anderen. Shake Hands, drum gebe ich dich frei. Shake Hands, woo! Shake Hands. Mein Herz muss weiter wandern. Shake Hands, Shake Hands. Auf Wiedersehen, goodbye. Du gehst gern zum Tanz mit mir, ich darf dich auch mal küssen. Doch du hast in Wahrheit einen anderen Mann im Sinn. Nun werd ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen. Lass mich von dir gehen, bevor ich ganz verloren bin. Hey! Shake Hands, Shake Hands. Dein Herz liebt einen anderen. Shake Hands, Shake Hands. Drum gebe ich dich frei. Yeah! Ja, ein Traum wird heute wahr. Ich glaube, Trafi, die Jungs von Modern Talking sind jetzt blass geworden. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich glaube, er hat sich doch entschlossen, Solo weiterzumachen. Ich würde es ihm auch raten. Er hat ja nämlich nach diesen ganzen Krachen noch eine Menge anderer Ideen gehabt. Ja. Da war Guardian Angel, Masquerade, Mama Leone. Nino D'Angelo dürfen wir auch nicht vergessen. Richtig, gell? Das war die deutsche Version, Jenseits von Eden. Mama Leone, ein Riesenhit, auch von dir. Ja. Und dein neues auch von dir. Trafi, ja. Deutscher. Sensuality. Oh,
every move you make is sensuality. Why is it me? You are given all your love and sympathy. Baby, 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 time, all the time. I will be with you until eternity. I feel your energy just deep inside of me. Your energy of sensuality. Trafi Deutsche, Sensuality. Die 60er Jahre waren die Jahre der Fernsehstars, der Filmstars. Damals war am Nachmittag, am Sonntag noch das Kino knackevoll für 1,50 Mark dritter Platz. Und damals haben die Fernsehserien noch riesige Einschaltquoten erreicht, wie das ja heute fast nur noch bei Rosenthal möglich ist. Oder bei der Schwarzwaldklinik. Damals hat es immer geknackt, wenn diese Serien im Fernsehen gelaufen sind. Wir haben ein paar von den Serienstars von gestern wiedergefunden und eingeladen. Hier ist der Erste. Er war auch der Anfänger. Er ist für mich. Und der für den lieben Lemmy. Und der für die liebe Whisky-Ursel. Bitte erfüllen Sie mir einen Herzenswunsch, geben Sie mir ein Auto. Überraschen Sie mir doch die Freude, dass du dich immer vordrängen musst. Aber Sie sind doch nicht Kommissar McGill. Ich habe Sie erkannt. Sie sind Lemmy Caution, der Liebling der Frau. Lemmy Caution ist Eddie Constantin. Es gab eine Fernsehserie, deren Anfangsmusik war ein Hit in Deutschland. Alle kannten seinen Kiekser, alle kannten das Schnipp-Schnipp von 77 Sunset Strip. 77 Sunset Strip. 77 Sunset Strip. Na, hör mal. Bis jetzt scheint auch nicht viel Weisheit bei dir hängen geblieben zu sein. Ist auch nicht. Sag's Tio, er muss mal bei den Schularbeiten. Wenn's dich nach Wissen dürstet, stehst du hier an der Quelle. Also, mein Sohn, in welchen Fächern kommst du nicht mit? Rechtschreibung, aber die kannst du. Da habe ich gefehlt. Wie steht's mit römischer Geschichte? Kann ich rückwärts auswendig singen. Alles von Cäsar Augustus bis Cäsar dem Laubfrosch von Tante Olga. Wir sind bei Julius. Sei wachsam, denk an die Iden des März, Junge. Die kleine Frau bat Julius an diesem Morgen, sich um das Forum zu drücken. Sie hatte einen zentnerschweren Albtraum in der Nacht. Aber Cäsar hatte damals eine tolle Biene, Vanilla Flavia. Hör zu, der alte Neidhammel Cassius engagierte Mörder, um Cäsar die Rampe auszublasen. Marc Anton winkte dankend ab, aber Brutus liebäugelte bereits mit dem kaiserlichen Lorbeer. Au! Ah! Ach, Brutus! Das war doch nur der erste Akt, bleib hier! Er war der Star der Serie, Cookie Ed Burns! The sleeper wears a fancy label. The score of five is on the table. The most exciting people. So, in den 60ern wollte ich nie aussehen wie Thomas Gottschalk. Ich wollte immer aussehen wie Lex Barker, denn er war Old Shatterhand. Und ich wollte immer einen Bruder wie ihn, Winnetou. Ich weiß, was mein Bruder Thomas. Das ist der einzige Weg. Wenn die Zeit gekommen ist, mein Bruder, wird Winnetou bereit sein. Der rote Büffel weiß, dass Winnetous Mund schweigen muss. Er wird sich auch nicht am Marterpfahl öffnen. Deswegen hat der rote Büffel dieses Mädchen an den Pfahl gebunden, damit ihre Schmerzen Winnetous Mund öffnen sollen. So aber handelt kein tapferer Krieger. So handelt überhaupt kein Mann. So handelt nur einer, der Weiberröcke trägt. So handelt ein Mann, der zu feige ist zum Kämpfen. Winnetou ist Pierre Brice.
Guten Abend. Du siehst, sie lieben dich, sie lieben euch immer noch. Bei dieser Melodie muss in jedem guten Menschen etwas vorgehen. Es ist herrlich. Und es ist toll, euch hier zu haben. Die 60er, das waren Jahre, wo dich Leute noch wirklich begeistert haben für diese Leute. Ich glaube, dass es im Moment gar nichts gibt in dieser Richtung. Gut, ich meine, ihr wart ja, er war ja immer der Draufgänger. Er war das richtig Gute. Im Moment gibt es Dallas und Denver. Aber so gute Menschen, an die man noch geglaubt hat als junge Leute, gibt es eigentlich gar nicht mehr. Damals konnte man Kinostars noch zu Idealen und Idolen bilden. Ich fand Winnetou toll und ich wusste, Winnetou ist Pierre Brice. Dankeschön. Aber ich bleibe Winnetou, weil ich die Qualität von Winnetou mag. Ich finde fantastisch, heute eine positive Figur zu spielen, weil was passiert in der ganzen Welt ist so schrecklich. Das, ich glaube, sehr wichtig für die der Jugend, einen positiven Charakter zu zeigen. Und ich glaube, auch wenn Eddie Constantine, wenn Lemmy Caution damals immer ein bisschen der Draufgänger war und immer ein bisschen schnell mit den Fäusten war, war trotzdem weniger Aggression in diesen Filmen als in manchen Filmen heute. Ja. Sie waren im Grunde trotzdem liebenswürdig, charmant und nicht böse. Genau, das war mit Humor haben wir alles gemacht. Wir haben uns nicht seriös genommen. Das war Charme von diesen Filmen. Wenn die Leute aus dem Kino gegangen sind, hatten sie keine schlechte Laune, waren nicht aggressiv. Nein, sondern alle waren Lemmy Caution. Ganz locker und glücklich. Und alle haben Cookie geliebt. Nun ist es ja ganz besonders interessant, als Amerikaner in einem anderen Land wirklich so ungeheuer populär zu sein. Ist man eigentlich froh, wenn sich das etwas legt? Ich glaube, wenn Sie jetzt nach Deutschland kommen, haben Sie nicht mehr das Problem, dass jeder Ihnen den Kiekser vormacht. Trauert man so einer Rolle dann hinterher und sagt, oh, das war toll, als mich jeder gekannt hat, durch so eine Serie? Oder sagt man, ich bin froh, dass diese Bürde von mir gefallen ist? Well, actually, they do still recognize. Ja, sie erkennen mich immer noch auf immer der Straße. Noch, ja. I really enjoyed playing the part of ich muss Cookie. Sagen, Cookie hat mir als Rolle gut gefallen, habe ich gern gespielt. Diesen Sommer werden wir eine zweistündige Fernsehshow in Amerika machen, und zwar auf der Basis von 77 Sunset Strip, 20 Jahre später. Das wird Spaß geben. Wenn man sich in eine Serienfigur begibt, dann hat man die Chance, wirklich bei den Leuten zum Freund, zum Bruder zu werden. Also man senkt sich bei ihnen ins Herz. Wenn man immer wieder verschiedene Rollen spielt, verwechseln die Leute das. Man sagt, ist der oder der. Als Serienstar ist man im Grunde als Typ festgenagelt. Ist das für einen Schauspieler eine Bürde? Sie haben vorher gesagt, dass der Winnetou eine gute Figur ist. Aber trotzdem, reizt es einen manchmal zu sagen, jetzt spiele ich mal irgendeine ganz andere Rolle. Die muss ja nicht negativ sein. Ich spiele auch andere Rollen. Zum Beispiel, letzten Winter habe ich ein Theaterstück in Wien gespielt, wo ich Großvater bin. Es ist ganz anders als Winnetou. Na, das ist fantastisch mit unserem Beruf. Wir haben die Möglichkeit, viele, viele Sachen zu machen. Wir sind große Kinder und deswegen bleiben wir jung. Ich glaube, ja. Dass... Ja? Ja, ja. Lemmy. Hat recht, ja. Ich wollte sagen, dass ich dich bewundert habe im Fernsehen, als ich Kind war in die Schule. Oh, was? Du. So? Nein, ich habe ihn bewundert. Ich weiß noch genau, als ich so angefangen habe zu studieren, da waren immer abends im Ari-Kino in München die Lemmy Caution-Vorstellung. Alle haben gewusst, was jetzt passiert. Mensch, pass auf, Lemmy, duck dich und so. Es war im Grunde ein großes Kino-Happening. Ja, ja. Das war normal. Weil das war gut. Ja, so war es richtig. Ich war gut. Ed, Sie waren sehr sportlich, wie man gesehen hat damals. Richtig, wopp. War das damals alles echt? Well, I had my gymnastic training at the New York Turnverein. Ja, ich habe beim New Yorker Turnverein gelernt.
when I was growing up, and recently I did a film called Grease. Dann habe ich mal einen Film gemacht mit dem Titel Grease, und da sollte ich dasselbe machen. Und glücklicherweise konnte ich das noch, Jahre später. Aber Pierre hat ja eben gesagt, was ein Schauspieler machen sollte. Ich habe das, als ich heranwuchs, nie entschieden für mich. Und es ist für mich eine Herausforderung. Eine der größten Herausforderungen wird diesen Sommer auf mich zukommen in London. Ich werde Elvis Presley spielen. Und zwar kurz bevor er gestorben ist, die letzten 10 Tage von Elvis Presley. Und das ist für mich eine unglaubliche Herausforderung. Ich werde es zumindest versuchen. Keiner kann so sein, wie er war. Ich habe ihn ein bisschen gekannt. Er war eine ganz fantastische Persönlichkeit. Möchtet ihr die Uhr zurückdrehen? Würdet ihr eigentlich sagen, Mensch, ich möchte noch mal das Ganze erleben, möchte noch mal diesen Rummel haben, ich möchte noch mal jung sein? Oder sagt man, schöne Erinnerungen, aber vorbei, vergessen? Möchte noch mal jung sein. Well. Er wird doch sowieso nicht älter. Also er sieht jedes Mal besser aus, wenn ich ihn sehe. Er hat irgendwie mit dem großen Manitou im Bunde. Also er möchte jung sein. Ja. Ed, auch noch mal das Rad. I have a great taxidermist, and he takes care of me every couple of years. Also, ich kenne einen guten Tierausstopfer, und der behandelt mich alle paar Jahre. These are the best years. Good. Also, jetzt, das sind die besten Jahre. What's his name? Lemmy hat wie immer das letzte Wort. Dein Gesicht kann sowieso nie alt werden, deswegen hast du die Probleme nicht. Du wirst mir jetzt fragen, wie alt ich bin. Würde ich mir nie erlauben, aber wenn du es mir freiwillig sagst. Nein, ich finde, dass diese Frage ist ganz unten notwendig. Eben, deswegen habe ich ja nicht gestellt. Okay. Ja. Lemmy Kossum, Eddie Constantin, Pierre Vries, Ed Burns, unsere Serienstars der 60er. Wir haben sie geliebt und wir lieben sie immer noch. Begann es mit einem Gerd Höllerich, der in einer Band sang. Und ein Jahr später bereits gab es einen Titel, der hieß Du bist nicht allein. In Nummer 1 in allen Hitparaden. Seine neueste heißt Ich denk an dich, Roy Black. Die Startnummer 2, Ich denk an dich, die 2. Ich denk an dich, wohin ich geh. Dein Abschied tut mir weh. Ich möchte vergessen, was du einmal. Und das ist der neue Roy Black mit seinem neuen Titel Wahnsinn. Manchmal da beneid ich schon die Sonne, wenn sie zärtlich dein Gesicht berührt. Nachts wünsch ich mir oft in deinen Armen, dass es draußen nie mehr Morgen wird. Jeden Atemzug und jedes Lächeln, alles was du bist, will ich für mich, und ich halte dich gefangen mit Gefühlen, und ich sag zu oft zu dir, ich brauche dich. Wahnsinn, Wahnsinn, dich so rücksichtslos zu lieben. Wahnsinn, dich als einen Teil von mir zu sehen. Diese Angst, dich zu verlieren. Wahnsinn. Sicher wirst du deshalb einmal gehen. Manchmal sagst du, kannst du nicht verstehen, dass zwei Menschen auch zwei Leben sind. Dann schau ich dir
noch tiefer in die Augen, weil jedes Wort für mich nach Abschied klingt. Wahnsinn, Wahnsinn, dich so rücksichtslos zu lieben. Wahnsinn, dich als einen Teil von mir zu sehen. Diese Angst nicht zu verlieren. Wahnsinn, sicher wirst du deshalb einmal gehen. Wahnsinn, Wahnsinn, dich so rücksichtslos zu lieben. Wahnsinn, dich als einen Teil von mir zu sehen. Wahnsinn, diese Angst, dich zu verlieren. Wahnsinn, sicher wirst du deshalb einmal gehen. Für jeden geht es immer mal ein bisschen auf und nieder. Roy Black aber stand beispielsweise immer im Scheinwerferlicht. Sein Publikum wusste immer, was er macht. Andere sind teilweise völlig von der Bildfläche verschwunden und man musste sie richtig wieder ausgraben oder sie sind plötzlich selber wieder auf der Bildfläche erschienen. Wir haben uns über einen gefreut, den wir in den 60ern ungeheuer geliebt hatten, der ein ungeheurer Publikumsliebling war, ein Amerikaner in Deutschland. The Money Moe und Gus Backus. Alles war wunderbar, da kam man, weißer Mann, wollte bauen Eisenbahn. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, wie ist das denn schönste Beruf? Da sprach der alte Häuptling der Indianer, wie ist das denn schönste Beruf? Und hier ist er, live und lebendig. In Bremerhaven, Gus Backus! Hallo, alter Häuptling. Ja, ich kenne alle deine Hits. Ich liebe zwei Mädchen aus Germany, Gisela, Monika. Und wenn man jetzt die Zeitung liest, dann meint man, du wärst ein von Frauen verfolgter. Jetzt erzähl mal dem deutschen Volk, wie das alles wirklich ist. Du hast recht, ich bin ein von Frauen verfolgter, glaube ich. Das kenne ich, ja. Ja. Na. Was soll ich dazu sagen? Anscheinend weiß die Presse mehr wie ich. Ich weiß nicht genau, was man da sagen sollte. Jedenfalls, ich bin hier, auch nicht heimlich, ich bin einfach hier. Es kommt auch keiner dich von der Bühne verhaften. Sieht nicht so aus. Außerdem ist er mein Freund und mein Freund verhaftet keiner. Danke. Gus, und du hast uns so viel Freude gemacht in den 60ern. Wie ist denn das eigentlich dann mit dem Privatleben? Du bist im Grunde nach Amerika gegangen. Hat man, wenn man so einen großen Erfolg hat, auch Probleme im Privatleben? Musst du rückblickend sagen, es war eine große Belastung, dass du auch Mist gemacht hast? Oder, denn ich kann mir vorstellen, wenn es plötzlich so losgeht, du hast ungeheuren Erfolg gehabt, lässt ein Menschen das kalt? Ist es schwierig, mit so viel Erfolg umzugehen? Es war schon schwierig. Und ich muss auch zugeben, dass ich, wie du so schön sagst, ich habe schon mein Mist gebaut, gell? Aber ja, ich wurde nicht damit fertig. Und vielleicht in etwas eine Stimme von Panik oder was, bin ich dann wieder nach Hause gegangen. Und meine Alten zu Hause, gell? Zu deinen Eltern nach Amerika? Ja. Aber inzwischen, du bist verheiratet, deine Verhältnisse sind geordnet. Ja. Und du musst Schau die Whiskyflaschen jetzt nur noch von außen an, gell, und so, gell? Die Whiskyflaschen schaut ja, er von außen an, das ist schön. Aber er schaut die Tonstudios wieder von innen an, was uns sehr freut. Gus Backus will es wieder wissen. Hat ein neues Lied mitgebracht. Soll das der Anfang einer neuen Karriere sein? Ich hoffe es. Wir hoffen es, weil ich singe sehr gerne. Ich habe es eine lange Zeit gemacht und möchte es wieder mal machen. Wir wünschen dir es, dass du Erfolg hast. Hier sein neues Lied, Gus Backus, Lonely Lady. Danke. We'll be right back.
She's had a few, so you know what to do, or at least you think. She's there every night, and she'd be just so right to ease your pain. Loving and losing, laughing and boozing, the name of the game. Never ask for her name. It never matters. I won't remember tomorrow. Just sometimes she'll spend hers, I'll spend mine. Two people to share one memory. Lonely. Drinking, 'cause you know that I've been thinking that maybe somehow, lonely lady, you can stop my heart from bleeding, and you're just what I've been needing. Please take it away. Lonely Lady, der neue Gus Bacchus. Kompliment für sein neues Lied. Ich muss mal mich zwischendurch bei meinem Bremerhavener Publikum bedanken. Ihr macht wirklich toll mit. Und wenn man gerade so in Nostalgie schwelgt und in Erinnerung, freut sein, wenn das offensichtlich anderen auch so geht. Toll. Ja, ihr könnt gleich weiter schreien, denn jetzt geht es um Sport. Jetzt geht es um Fußball. Wir wissen ja, Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Aber Fußballfans können es bis heute nicht verwinden, was uns 1966 passiert ist. Im sportlichen Jahresrückblick dieses Jahres gab es nur ein Thema. Wembley, das Finale, Deutschland, England. Auf die Gefahr hin, alte Wunden aufzureißen, dieser Rückblick kann gar nicht umhin, mit jener Minute des abgelaufenen Sportjahres zu beginnen, die ein nationales Palaver ohnegleichen auslöste und das Volk der Deutschen in zwei Lager spaltete. Vom Boulevardblatt bis zum Bundespräsidenten. War er drin oder war er nicht drin? Bemühen wir uns, jenen fatalen Augenblick leidenschaftslos zu rekonstruieren. Der Mann, der in der 100. Minute des Endspiels für den Gesprächsstoff des Jahres sorgte, heißt Hurst. 6 Monate später antwortete er auf unsere Frage, ob der Ball im Tor war. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der nichts gesehen hat. Ich habe geschossen und mich umgedreht. Roger Hunt neben mir rief Tor. Das war also, wenn man so will, die britische Version des Spektakels, das 3:2 aus der Sicht eines Mannes, der gar keiner hatte. Doch während die einen anfangen zu jubeln und die anderen zu protestieren, kommt jener Herr ins Bild, über den die größte Schelte des Jahres zusammenbrechen wird,
Schiedsrichterdienst aus der Schweiz. Wieso eigentlich hat er dieses Tor anerkannt? Als ich Hörst sah, wie er in Besitz vom Ball kam, wie ich sah, wie der Schuss schnell unter die Latte spritzte, wie er runterkam, wie er von Weber übers Tor geköpfelt wurde, wusste ich im Moment nicht, wo war der Ball hin. War unter der Latte am Holz, war hinten an einer Stange. Ich sah nur den Linienrichter nicht auf Eckball zeigen, sondern ich sah, wie er mir Tor anzeigt. Damit wusste ich, der Ball war drin. War er das? Diese Zeitlupenaufnahmen einer Wochenschaukamera sind deutlich. Es war keins. Seistor. Mag jenes Tor umstritten sein oder sogar nicht gerechtfertigt. Die 8. Fußball-Weltmeisterschaft 1966 in England war das überragende Sportereignis des Jahres. Es hat lange gedauert, aber heute ist es soweit. Heute kommt der Tag der Rache. Wir haben sie noch mal hergeholt und jetzt wollen wir es ganz genau wissen. Wir haben die Spitzenstars des damaligen Spieles da. Alle Beteiligten dieses Fußballkrimis. Und heute, 20 Jahre später, kommt die Auflösung aus der englischen Nationalmannschaft. Geoffrey Hurst. Hello, good evening. Martin Peters. Hello, good evening. Alan Ball. Alan, good evening. Und der Torwart des englischen Teams, Gordon Banks. Hallo. Starke Mannschaft, aber hier kommt die deutsche Konkurrenz. Der Torkeeper von einst, Hans Tilkowski. Guten Abend. Hier ist Helmut Haller. Helmut. Und er hat hier einen Heimspiel, er kommt aus Bremen, Horst-Dieter Höttges. Horst, ja, 4-3. Die meisten unserer Herren von damals sind ja schon in Mexiko in irgendwelchen Jobs, aber wir haben gedacht, ein bisschen müssen wir verstärken. Wenn es damals nicht gereicht hat, mogeln wir ein bisschen. Wir haben uns einen Star der 66er WM geholt. Er war der europäische Pelé. Hier ist Eusebio. Hallo, guten Abend. Starke Mannschaft. Und wir wollen genau die gleiche Situation herstellen wie damals. Der Pfeifenmann ist der gleiche wie an jenem Nachmittag im Sommer aus der Schweiz. Gottfried Dienst. Servus. Herzlich willkommen und jetzt gehen wir mal zur Sache. Machen wir in der Mitte. So, und heute passe ich mit auf. Haben Sie denn eigentlich viel Krach gekriegt oder ist das inzwischen vergessen? Nee, das war überhaupt, ich habe ja überhaupt nie Krach gekriegt. Ich habe vielleicht schon 2, 3, aber ich habe sehr viele Freunde in Deutschland. Das freut mich ganz besonders. Siehst du? Ja. Das ist die 2, 3 Freunde. Meine Damen und Herren, jetzt geht es um späte Revanche. Wir planen so ein Volley-Fußball. Also, wir werden die englische Nationalmannschaft gegen die deutsche spielen lassen, verstärkt durch Eusebio. Sag mal, wenn man jetzt so kurz vor der Weltmeisterschaft steht, Hans, und man sieht, was die Jungs da treiben, juckt es einen dazwischen drin, mal sagt, oh, da müsste ich eingreifen? Eingreifen geht nicht mal, aber man möchte gerne noch mitspielen. Ja, also einmal Fußball, immer Fußball. Ja, genau so, ja. Helmut, wie tief sitzt denn sowas? Inzwischen alles vergessen und sagen, ach komm, gewonnen voll. Und man sieht ja ganz eindeutig, der Ball war nicht drin. Sagt man, Herr Gott, ihr habt uns doch damals beschissen. Wie ist denn das so 20 Jahre später? Ja, da kommt dann die Revanche. Da will man jetzt eine Revanche und da sind wir scharf drauf. Okay. Gut, wir, oh, keine Zeit verplempern. Die Seitenwahl, Herr Schiedsrichter. Ja, Gordon Banks, die beiden Torhüter, willkommen. Machen die Seitenwahl. What do you want? Hands. Hat es voll. Geht schon los, hä? Die Seite, die deutsche Mannschaft gegen die Sonne. It's a late revanche, but it's no problem. It's a fair play and you like it, I hope. Yes, very much so. We're very good friends, actually. Die Deutschen und die englischen Nationalspieler sind ohnehin Freunde, insofern kein Stress. Bitte die Seiten wählen. Wir beide gehen auf den Schiedsrichterstuhl. So, und jetzt, meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf ein Fußballereignis. Jetzt komme ich aus 4000 Meter Höhe und wahrscheinlich falle ich jetzt hier vom Sockel. So.
So. And quiet, please. Advantage Becker. So, ne, jetzt bin ich im falschen Spiel. Meine Damen und Herren, Herr Schiedsrichter, es geht los. Ja. Kommentar von mir. 3 Minuten und es ist angepfiffen worden. Ein schöner Granatenball von Hans Wilkowski. Wir kennen, oh, die englische Mannschaft hat nichts von ihrer Härte verloren, von ihrer Stärke. Gordon Banks, jetzt der englische Keeper, wird den Ball hineingeben in einem weiten Abschlag, den wir von ihm kennen. Wilkowski nimmt mit dem Kopf auf, Haller ganz elegant mit dem Fuß und das ist der, oh, das ist fast der vollstreckende Schuss geworden, aber die Engländer kontern kühl. Geoffrey Hurst mit einem weit hineingegebenen Konterball. Helmut Haller mit der breiten Stirn und mit dem Knie. Hey, Alan Banks und Alan Ball. Schön, das sind die dunklen Ballkünstler, wie wir sie kennen, wie wir sie auch brauchen. Wieder in diesem Aus. Einwurf, gut gesehen. Gut, von Deutschland. Schiedsrichterdienst. Ein dramatisches Spiel, ein schönes Spiel und Wilkowski. Er gibt hinüber in die gegnerische Mannschaft. Gordon Banks nimmt auch mit der Brust, nimmt mit dem Kopf weiter und mit dem Hinterkopf übers Netz von Geoffrey Hurst, der Nummer 10. Geoffrey Hurst. 2-1. 2-1 für wen? Deutschland. 2-1 für Deutschland. Wir müssen zittern. Gordon Banks hat reingegeben. 73 Länderspiele hat der englische Keeper. Jetzt ist er wieder am Ball. Seinen gelben Pullover kennen wir noch aus alten Zeiten. Und schön hinübergegeben, schön verlängert von Geoffrey Hurst. Geoffrey Hurst, der Mann, der das umstrittene dritte Tor geschossen hat. 3 Tore hat er im Endspiel geschossen und hier ist er wieder. Brandgefährlich immer noch. Eusebio nimmt mit dem Kopf auf, gibt hinüber. Helmut Haller, oh, mit dem Knie. Und jetzt Hans Wilkowski. Sein Kopf war immer aus Eisen, so wie Höttges Fuß. Schön. Und wie steht's? Weiter. Vorteil. Vorteil des Schiedsrichterdienst aus der Schweiz. Geben ist ja ein gutes Spiel, ein schnelles Spiel, langsam über die Flanken, aber dann Druck im Sturm und im Vollstrecken fehlt es bei der deutschen Mannschaft noch etwas. Langes, verzögertes Spiel und der Ball bleibt jetzt hängen, meine Damen und Herren. Noch 1:12, nein, 1:10 in der ersten Halbzeit. Wilkowski, er bringt Ruhe ins Spiel, er beruhigt seine Vorderleute. Jungs, werdet jetzt nicht nervös, es geht um die Entscheidung, 1 Minute noch. Dann wird, oh, jetzt, das ist Ballkunst im höchsten Maße. Das können die Engländer, das haben sie gezeigt, das haben sie in Wembley gezeigt, das sagen sie heute wieder. Gordon Banks, Eusebio, das ist schwarze Fußballkunst. Schauen Sie, wie er den Ball locker auf dem Knie nimmt. Und jetzt, Helmut Haller, steht ihm nichts nach. Die Deutschen sind etwas... Oh, oh, oh. Jetzt wollen sie es alle wissen, jetzt zeigen sie es alle. Schauen Sie an, die Nummer 16, schauen Sie, was Martin Peters kann. Und jetzt Eisenfuß Höttges. Eusebio, er zeigt ihnen, was seine Harke ist. Er geht hinein ins gegnerische Spiel. Horst-Dieter Höttges mit dem Kopf ganz sensibel nimmt ihn auf. Und Helmut Haller gibt hinüber. 25 Sekunden noch in dieser Halbzeit zu spielen. Oh, das war im Grunde ein schwerer Schlag. Four, so kurz vor der Halbzeit mit dieser Gegentreffer. 4-1. 4-1 für wen, um Gottes Willen? 4-1 für Deutschland. Es könnte reichen, meine Damen und Herren. 12 Sekunden noch in der ersten Halbzeit. 10 Sekunden. Und... da ist er wieder, brandgefährlich, der Mann, Geoffrey Hurst. Oh, eine Granate hoch in den blauen Himmel über Bremerhaven. Halftime. Helmut Haller übernimmt und das ist die Halbzeit. Halbzeit. 4-1 für das deutsche Team. Es könnte reichen, es könnte reichen. Jetzt bin ich überzeugt, wird der Mann mit der Mütze Helmut schön einsprechen auf seine Schützlinge. Er wird ihn sagen, haltet durch. Eusebio weiß nicht genau, wie es weitergeht. Gebt mir Dienst, der Mann hat die Ruhe. Hans Wilkowski gibt wieder hinein. Schön, Gordon Banks, er ist ein wichtiger Mann in der englischen Abwehr. Oh, da hat er sich selbst ein Bein gestellt, der Engländer. Der kleine, bullige Gordon Banks. Mit seinen Hopser. So, Horst-Dieter Höttges Eisenfuß hat man ihn genannt. Und den hat er noch, den hat er heute noch. Oh, Helmut Haller. 5:2. Etwas weich am Knie, aber ansonsten immer noch gut ins Schuss und sieht gut aus. Da kann man nicht sagen, gut sieht er aus heute. Frisch geföhnt in Bremerhaven. Und Gordon Banks jetzt. Ja, mit der Brust, das kann er. Die ist flach, da tropft der Ball ab. Oh! Jetzt zeigt er, was er kann. Der Mann aus Liverpool. Die Nummer 8, Helmut Haller. Wilkowski geht hinein, unterstützt Eusebio. Zeig uns, was du hast, Junge. Oh, rechtes Bein, linkes Bein, Knie und zack! Aus dem Stand gibt er hinüber. Oh, hoppsa! Das wollen die Leute sehen. Das ist Publikumsfußball, wie wir lieben. Ein schönes Beispiel für eleganten Fußball. Und jetzt kommt Stimmung auf im Stadion. Jetzt kocht Bremerhaven. Eusebio, Höttges,
hinüber, das Spiel wird schnell, der Freddy Quinn des englischen Fußballs, nennt man ihn, Alan Ball. Und jetzt hinüber, die Nummer 16, Hans ist da, wenn wir ihn brauchen, Helmut Nims und Eusebio, elegant mit den kurzen Haaren, da kann man natürlich köpfen. Ein Fallrückzieher, Gordon ist da und aus, der Ball geht es aus, 1:42 noch zu spielen. 6:1 für Deutschland. Der Spielstand 6:1. Es könnte reichen, meine Damen und Herren, es könnte reichen, wenn Sie jetzt klug sind. Sie müssen das Spiel langsam machen, Sie müssen über die Flügel kommen und Sie müssen vor allem versuchen, die englische Mannschaft nicht zum Spiel kommen zu lassen. Aber da ist er, nimmt den Ball locker auf den Fuß, aus dem Stand geradezu. Ich kann immer wieder nur sagen, so macht Fußball Spaß. Das sind Spiele, wie wir sie brauchen heute im bezahlten Fußball. Tilkowski ist da. Er kennt keine Grenzen. Wo das Spielfeld zu Ende ist, interessiert ihn nicht. Er gibt zurück zu Höttges. Eusebio ist da mit dem rechten Knie. Schwarz ist es und elegant. Oh, guck ihn an. Oh, jetzt zeigt er, was eine Harke ist. Er kann es allein machen. Er geht allein vor das Tor und hey, hopp. Schön angespielt. Man merkt es, die Engländer geben sich verloren. Sie werden langsamer. Sie werden unruhig. Sie wissen, es ist nichts mehr zu holen. Ich glaube, wir können langsam ruhig werden. Zeig's Ihnen. Horst, Hans macht es ganz langsam, das Spiel. Und jetzt hoch hineingegeben mit Eusebio. Da kann uns nichts mehr passieren. Roden Banks ist da. Ja, man merkt es an ihren Mienen. Sie wissen, dieses Spiel ist verloren. Da tut sich nichts mehr. Liebe Freunde in Deutschland, ich glaube, wir können die Korken knallen lassen. Noch 30 Sekunden. 7:4. 7:4. 7:4. Aber wie sagte Sepp Herberger, der Ball ist rund, meine Damen und Herren. Und ich muss sagen, er hat recht, es ist viel passiert in einer halben Minute schon im Fußball. Da ist er wieder. Er pumpt, man merkt, er wird langsam schwächer. Langsam verlassen die englischen Männer die Kräfte. Sie haben alles gegeben in diesen 6 Minuten. Die deutsche Mannschaft ist gut eingestellt, muss ich sagen. Eusebio. Und es ist ein schöner Kopfball gewesen, er bringt nichts. Der Ball geht weit ins Gegnerische aus und nach hinten. Jetzt versuchen sie den Ball zu halten und das ist richtig. Das ist richtig. Das Spiel ist aus, meine Damen und Herren. Das Spiel ist aus. 7:5. 7:5 für die deutsche Mannschaft. 7:5. Und das ist der Beweis, meine Damen und Herren. Die deutsche Mannschaft hat nichts verlernt. Sie haben nichts verlernt. Bitte aufstehen zur Siegerehrung. Eusebio, bitte. Der große Pokal. Meine Damen und Herren, aus Bremerhaven. Die deutsche Mannschaft gewinnt im nachgezogenen Entscheidungsspiel um die Fußballweltmeisterschaft 1966 mit 7:4 gegen ein englisches Team, das sich gut geschlagen hat. Wir kommen zur Verleihung des Preises für die deutsche Mannschaft. Die Engländer sind ein bisschen traurig, man sieht es. Sie sind ein bisschen deprimiert, sie haben alles gegeben. Trotzdem danke, thank you und bye bye. Schöne Grüße nach England. You were beautiful. Gottfried Dienst, heute hat er gezeigt, was er kann. Wenn es was zu sehen gibt, dann sieht er es auch. Ich bedanke mich. Und jetzt die Übergabe an das deutsche Team. Meine Damen und Herren. Moment, ne, hören wir auf, das, sonst steigt Bayern wieder aus, wenn wir eine Hymne ein bisschen so. Okay, also, wer nimmt den Pokal? Hans Tilkowski. Hans Tilkowski, die deutsche Mannschaft, unterstützt von Eusebio. Dankeschön, Sie waren wunderbar. Dankeschön, Horst. Ja, ich glaube, eine Ehrenrunde für das deutsche Team durch die Halle in Bremerhaven. Und hier so einmal eine Ehrenrunde. Und die Engländer laufen mit. Yo, come on. Eine Ehrenrunde. Dankeschön, Dankeschön. Gott für Dienst. Oh, war das aufregend. Junge, Junge. Hier ist wieder Musik. Get around, I get around, yeah, get around, round, round.
Superhits der 60er. Frankie Valli war das und die Four Seasons Ragdoll. Und hier ist Frankie Valli 86. The Book of Love. Frankie Valli, who wrote the book? Die Geschichte schreibt in ihrem Buch nicht nur angenehme Kapitel, es gibt auch traurige. Wir erinnern uns an den August 1961, es war der 13. August, als die Berliner Mauer Deutschland endgültig in zwei Teile teilte. Und es gab ein Foto, an das wir uns alle erinnern, einen jungen Soldaten, der vom östlichen Teil in den Westen sprang. Er war damals 19 Jahre und heißt Konrad Schumann. Guten Abend, herzlich willkommen, Herr Schumann. Und der Fotograf, der damals auf den Auslöser drückte, war auch ein junger Kerl, 20 Jahre alt, Peter Leibing. Guten Abend. So, Peter, er hat den Fotoapparat dabei. Ist ja, das der von das damals? Das ist der Apparat, ja. Das ein ist Foto, das Weltgeschichte gemacht hat. Es ist ja interessant, dass Fotos oft mehr aussagen über Geschichte als lange Artikel. Erste Frage, Herr Schumann, haben Sie diesen Sprung von damals irgendwann mal bereut? Nein, eigentlich nicht. War das ein Sprung, der lange vorbereitet war? Oder standen Sie da und haben überlegt,
und haben sich entschlossen, ich mach's. Wie lief das damals? Haben Sie noch Erinnerungen daran? Der Sprung war damals spontan und habe da in den 2 Tagen, wo ich Dienst gemacht habe, habe ich mich zu dem Entschluss durchgerungen. Es war ja am, der Mauerbau war 2 Tage vor dem Sprung. Am 13. August, ja. Und Sie haben gesagt, ich will es riskieren. Ein Mensch mit 19 Jahren hat ja Bindungen. Er überlegt, haben Sie vorher mit jemandem gesprochen? Nein, mit niemandem. Das war damals ganz schlecht. Man durfte mit niemandem Kontakt haben in der Beziehung, was sowas vorhatte. Haben Ihre Eltern es gewusst? Nein. Haben Sie es ihnen verziehen? Haben Sie es verstanden? Ja, wissen die Sie? Haben es verziehen und verstanden. Als Sie nachher plötzlich gemerkt haben, dass Sie durch dieses Foto, ohne dass Ihr Name nun dahinter stand, zur Weltberühmtheit geworden sind, haben Sie dieses Foto verfolgt. Wussten Sie, das bin ich, die ganze Welt hat dieses Foto gesehen und viel von der deutschen Tragödie damit begriffen? Das habe ich gewusst, dass ich das bin. Hat es Sie irgendwie berührt, eine Figur der Zeitgeschichte geworden zu sein? Von mir wird in 20 Jahren, na gut, sagen wir in 30, keiner mehr sprechen. Sie werden einfach mit diesem Foto als Symbol der Zeitgeschichte überdauern, in Lexikas, in Schulbüchern. Bedeutet Ihnen das was? Ja, eigentlich schon. Also, ich habe damals Zeitgeschichte gemacht. Ohne es zu wissen? Ohne es zu wissen. Herr Leibing, Sie haben mit diesem Foto, wie ich schon gesagt habe, ebenfalls Zeitgeschichte gemacht. Sie sind immer noch Bildjournalist. Glauben Sie, dass der Fotograf Möglichkeiten hat, Zusammenhänge vielleicht klarer zu schildern, auch den einfachen Leuten in Anführungszeichen, um ihnen zu zeigen mit einem Bild, so ist es, was ein langer Artikel gar nicht sagen kann? Das glaube ich ja, weil ein Bild mehr als Text. Nun gibt es im Leben von Fotografen Sternstunden. Zweifelsohne war dieser Moment eine Sternstunde, was den Beruf, was den Erfolg betrifft. Können Sie sich erinnern an diesen Tag? Das kann ich. Ich habe 1,5 Stunden an der Bernauer Straße gestanden. Wurde von Passanten aufmerksam gemacht, dass er schon mal sehr aufgeregt war, nicht? Und dass er vermutlich bald springen würde. Nicht? Und habe 1,5 Stunden gewartet, hatte schon das Objektiv scharf eingestellt auf Stacheldraht. Sie waren also Stacheldraht, auf ihn fixiert? War ich, ja. Und dann ging es auf einmal los und da ich früher viel Sport fotografiert habe, habe ich ihn praktisch mit einem Pferd verglichen, welches über eine Hürde springt. Sie haben das Ganze in verschiedenen Etappen auch fotografiert? Nein, aber nein, es gibt nur ein Negativ. Nur eins, nur dieses? Nur dieses hier. Und das ist das Foto, das Sie damals zeigt. Sie haben Familie wahrscheinlich jetzt? Ja, ich habe eine Frau und einen Sohn. Ihr Sohn, wenn er so eine Entscheidung fällen würde heute, hoffen wir, dass ihm das erspart bleibt, würden Sie ihn verstehen? Ja, ich würde ihn sofort verstehen, ohne weiteres. Was machen Sie jetzt in Ihrem Privatleben? Privatleben, ich bin also beruflich? Beruflich bin ich in der Audi in Ingolstadt als Maschinenbediener an einer NC-Maschine. Also im Audi-Werk? Im Audi-Werk, ja. Haben Sie jemals überlegt, aus diesem Ruhm irgendetwas zu machen? Ich meine, heute gibt es ja tausende von Serien. Gab es Interessen, gab es Fragen? Sind Sie zur Berühmtheit geworden? Hat die Presse sich für Sie interessiert? Unabhängig von uns jetzt? Ja, die hat sich sehr interessiert, Presse und Fernsehen auch schon. Aber jetzt sind Sie froh, dass es vergessen ist? Ja, das ist jetzt halt schön, aber ins Alter weiß ich noch nicht, was denn zum Jahrestag heuer noch kommt. Jahrestag. Ach so, Sie sind, haben eine ganz besondere Verbindung dazu. Vielleicht führt man Sie wieder vor, aber ich glaube, in diesem Fall ist es einfach, weil es ein Stück deutsche Geschichte ist, immer wieder ganz interessant. Ich bedanke mich bei den beiden Herren, dass Sie da waren. Herr Leibing, Herr Schumann, herzlichen Dank, alles Gute. Als Aussage.
war die Peggy March von 1965. Hier ist die Peggy March von heute mit ihrer neuen Single Where Did Our Love Go? Ein Titel von gestern. Das war das heiße Gefährt der 60er Jahre, die berühmte Vespa. Leider auch nicht mehr so oft zu sehen, obwohl sie ja wieder in Mode gekommen ist bei vielen jungen Leuten. Und was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist nicht nur diese Mode der 60er, sondern auch ein paar Modetorheiten. Und es ist gar nicht einfach, diese Sachen wieder zu finden. Die sind halt irgendwo auf dem Sperrmüll gelandet oder in der Kleidersammlung. Ein paar haben wir noch gefunden, diese herrlichen Schuhe beispielsweise. Also das war damals in den 60ern schon Pflicht. Und dann gab es auch die Beachstiefel, also auch schwarz mit dieser Gummilasche und haben furchtbar wehgetan, aber sahen halt toll aus. Die Farben in den 60ern also wurden doch etwas knallig genommen. Grünes Hemd, gelbe Jacke. Die Hippie-Mode, auch da findet man kaum noch was, aber Sie erinnern sich, Jimi Hendrix hat diese Sachen getragen. Und diese dämlichen langen Krägen da, die Blumenmuster. Es gab dann auch die Nierenmuster. Man hat auch wahlweise also dann mit Knöpfchen gehabt, Button-Down oder so. Diese Tücher überall, entweder also um die Hüfte, um den Kopf, um die Schulter. Bei den ganzen Woodstock-Kindern hat man es ja dann gesehen, die haben es um den Kopf gehabt. Die Uniformmode wurde von den Beatles damals mit Sergeant Pepper so eingeläutet. Die haben also alte Klamotten, Militärklamotten getragen, sonst hatte man im Militär nicht viel am Kopf. Und diese Hosen beispielsweise, die waren auch wichtig, diese ausgestellten Dinger unten, möglichst breit. Und
Die gab es noch mit Knöpfchen unten und allem möglichen Schnickschnack. Also das war ein bisschen Klamotten aus den 60ern. Wichtiger für uns ist die Musik der 60er. Blumenkinder war ein Stichwort. Love and Peace. Schade, dass nicht mehr viel davon geblieben ist, bis auf die Musik. So viereckig wie früher, Sänger der Moody Blues. Hier sind sie mit Your Wildest Dreams. I'm
1969, die ersten Menschen flogen zum Mond. Wir begeben uns in unsere Mondlandschaft. Ich nehme Platz und begrüße einen, der dabei war. Er war der Mann im Mond, Professor Buzz Aldrin. Good evening, guten Abend. Bitte schön. Die Mondfahrt ist inzwischen Nostalgie, aber immer noch aktuell. Der erste Flug zum Mond war etwas, was uns ungeheuer bewegt hat. Ich glaube, es gibt in der Geschichte eines jeden Lebens Dinge, die man nie vergessen wird. Mondlandung gehört für uns dazu. Wie viel mehr muss einen das bewegen, wenn man diesen Planeten wirklich betreten hat? War das wirklich, es klingt wie ein Klischee, der größte Moment in Ihrem Leben? Hat Sie das wirklich als Mensch geprägt? Ich glaube, es wird immer der größte Augenblick meines Lebens sein, wenn ich zurückblicke. Ich hoffe, dass viele der Dinge, an denen ich mich jetzt versuche, auch einen Beitrag leisten zur Zukunft unserer Raumfahrt. Das heißt, Sie sind nach wie vor im Geschäft. Sie arbeiten immer noch in der Raumfahrt. Ja, sehr sogar. Man hat sich damals gar nicht vorstellen können, dass noch was anderes kommen soll. Den Mond zu betreten, das war ein alter Menschheitstraum. Ich muss sagen, wir haben uns ja dann an die Raumfahrt gewöhnt. Deswegen hat uns vielleicht Challenger auch so getroffen, weil es Routine geworden ist. Damals erschien uns das alles sehr viel gefährlicher, der erste Flug zum Mond. War es denn wirklich gefährlich? Haben Sie Ihr Leben riskiert? Ich glaube nicht, dass einer von uns, der beim Flug dabei war, die Ansicht vertrat, dass unsere Chancen nicht sehr gut gewesen wären. Ich schätze, dass die meisten von uns die Ansicht vertreten haben, dass wir eine 98-99%ige Chance hatten, sicher zur Erde zurückzukehren. Und Sie sind Gott sei Dank zur Erde zurückgekehrt. Für mich, also als Jugendlicher damals, war das Tollste ja der Start vom Mond, dass Sie gesagt haben, wir kommen aus eigener Kraft da wieder los. War das der gefährlichste Moment? Ich meine, wenn Sie Pech gehabt hätten, würden Sie da heute noch sitzen, wenn da was nicht funktioniert hätte? Nein, ich glaube, die Landung war der gefährlichste Teil unserer Mission. Und das war das, was den Erfolg der Mission ausmachte, das Landen auf dem Mond. Wir drei in unserer Mannschaft hatten die Ansicht, dass wir eine 60-70%ige Chance hatten, sicher zur Erde zurückzukehren. 100 wäre besser. Das sind jetzt Aufnahmen von der Mondlandung. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen, was diese Bilder zeigen. Ja, das ist der Staub, der aufgebildet wird. Das war das Landestück. Das ist Neil Armstrong, unten am Landegerät. Er tritt jetzt gleich herunter. Er klettert jetzt herunter und die Kamera wird mitgenommen. Und nachdem wir auf der Oberfläche des Mondes waren, haben wir mit den beiden Flaschenzügen dann das Mondgestein mit hereingenommen. Das sind Sie. Das sind Fernsehbilder, die zeigen, wie ich die Leiter herunterklettere, wie ich wieder hochspringe.
Und dann bin ich wieder nach unten gesprungen. Dann habe ich auf der Mondoberfläche gestanden. Neil Armstrong und ich haben dann die Flagge gehisst. Das sind Fernsehbilder, die übertragen worden sind. Und es sieht so aus, als ob wir Geister wären, die herumhüpfen. Aber man merkt, dass ihr in guter Stimmung wart. War das ein tolles Gefühl? War das so ein bisschen wie ein Rausch, auf dem Mond zu sein? Es war auf alle Fälle ein großartiger Augenblick für uns, dass wir auf dem Mond waren. Ich würde nicht sagen, dass es eine Euphorie, ein Rausch war. Vielleicht eher, wie wenn man auf der Bühne steht, wo man noch ganz jung ist und einige Verse spricht und man sieht dann gar nicht, was um einen herum passiert. Wie alt waren Sie in diesem Jahr, als Sie den Mond betreten haben? Damals war ich 39, das war vor 17 Jahren. Sie haben gesagt, dass Sie weiter in der Raumfahrt arbeiten. Es gibt ja für den Menschen so eine Vision, dass die Menschheit gemeinsam den Raum erobert. Man spricht viel von Krieg der Sterne, jetzt von gegnerischen Auseinandersetzungen. Sehen Sie die Chance als Amerikaner, gemeinsam mit den Russen, mit den Supermächten im Weltraum auch Friedliches zu bewegen und gemeinsam nach neuen Zielen vorzustoßen? Ja, diese Fahrt verbinde ich mit einem Besuch beim deutschen Hersteller, MBB Erno. Und wir werden in den nächsten paar Tagen mögliche Zusammenarbeitsgebiete erörtern, die wir auch mit der Sowjetunion zusammen leisten könnten. In der Woche danach werde ich mit meinem Sohn zusammen in die Sowjetunion reisen. Werde dort etwa 3 Tage verbringen. Und wir haben die Hoffnung, einige Möglichkeiten zu sondieren für eine langfristig angelegte Zusammenarbeit. Und wir haben die Hoffnung, dass diese Zusammenarbeit auch einschließt, dass wir Chancen schaffen, um auf Dauer auf den Mond zurückzukehren. Auch zu Mars zu fliegen. Es gibt eine neue, sehr interessante Sache, an der ich arbeite, und ich hoffe, dass das auch zustande kommt. Es ist eine Umlaufbahn, die etwas über alle 2 Jahre einmal umläuft, sich immer bewegt, geht am Mond und am Mars vorbei, und das Raumgefährt wird dann Leute absetzen, eine andere Mannschaft aufnehmen, kommt dann zur Erde zurück, die Leute werden da aussteigen, im Vorbeiflug, und andere werden einsteigen im Vorbeiflug. Würden Sie noch einmal mitfliegen? Nun, die Ausbildung dauert lange und ich habe sehr viel zu tun derzeit. Wenn man mich einladen würde, als Beobachter mitzumachen, um zu sehen, wie diese sehr aufregenden Dinge, die geschehen könnten in den nächsten 10 Jahren, das zu beobachten, dann würde ich die Chance sicher ergreifen. Also ich würde gerade mich über das freuen, was Sie gesagt haben, nämlich wirklich die gemeinsame friedliche Nutzung. Und uns allen ging das, glaube ich, so, gerade wenn man über die 60er Jahre spricht, da begann ja ein bisschen das Eis zu tauen. Da war, wie gesagt, Love and Peace. Und ich bin ein bisschen traurig, dass das heute vielleicht anders aussieht. Unsere Generation war doch schon so auf Frieden eingestellt und auf dieses Gefühl, es könnte alles irgendwo in Harmonie verlaufen. Wenn es auch nur in der Musik so war, vielleicht schaffen wir es doch noch. Danke, Professor Aldrin. Wiedersehen. Danke. Ja, nochmal Musik. Die Superstars der Szene haben unser Leben bestimmt, auch unser Denken. Es waren oft Musiker, es waren die Rolling Stones beispielsweise, auf die wir uns eigentlich heute gefreut hatten. Aber wir haben so ein bisschen das Gefühl, das geht dahin, lange wird es sich nicht mehr geben. Es gab immer wieder Knatsch und wir haben es nicht geschafft, sie heute herzubekommen. Tut uns leid. Wir hätten es gerne gemacht, die Jungs wollten nicht. Also vielleicht müssen wir uns auch im Geiste von ihnen langsam verabschieden. Ein anderer, einer von den ganz großen, Bob Dylan, feiert heute seinen 45. Geburtstag. Er und Joan Baez beispielsweise haben unsere ganze Generation auch beeinflusst natürlich. Und eine andere Gruppe hat zum ersten Mal die Sprache der Kids damals gesprochen. Ich erinnere mich an My Generation.
die haben es damals so gesungen, wie wir es uns gedacht haben. Sie wurden auch eine der großen Erfolgsband der 60er Jahre, haben jetzt vor kurzem eine Reunion gehabt, sind noch einmal zu lange aufgetreten, zusammen bei Bob Geldofs Band Aid, die Who. The Voice of the Who, Roger Daltrey, die Stimme von Who. You were right.
The Pride You Hide, die neue Platte von Roger Daltrey. So, das war's, meine Damen und Herren. Das war unser kurzer Ausflug in die 60er. Vielleicht kommen Sie noch mal alle, die wir gesehen haben heute Abend in unserem Finale. Es war eine tolle Zeit. Wir wünschen uns, dass sowas mal wieder kommt. Vielleicht wird ein Moderator in 15 Jahren sagen, die 80er war die tollste Zeit. Was weiß man? Ich bedanke mich für heute noch mal herzlich beim Publikum hier in Bremerhaven. Es waren viele dabei, die diese Zeit mitgemacht haben. Und bei unseren Künstlern. I say goodbye.